Heute haben drei YouTuber einen Auftrag. Sie sollen Minecraft so spielen, wie ich es tun würde. Dabei haben wir alle zu unterschiedlichen Zeiten drei exakt gleiche Szenarios gespielt. Ein Szenario am Anfang einer Challenge, im mittleren Part und am Ende einer Challenge. Wer von ihnen wird sich am ehesten in meinen Kopf denken können? Wer wird die richtigen Entscheidungen treffen? Oder wissen meine Aufnahmepartner gar nicht, wie ich eigentlich Minecraft spiele? In diesem Video werden wir das herausfinden. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da. Wenn ihr mehr von solchen Videos und diesem Format sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist ein einziger Klick und es würde mich riesig unterstützen. Und jetzt seht ihr Szenario 1, den Anfang einer Challenge und wie ich das spielen würde. Viel Spaß mit diesem Video. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, wer es hinbekommt, am ähnlichsten so zu spielen, wie ich es tun würde. Wir befinden uns sozusagen gerade mitten am Anfang einer Challenge. Und wenn wir uns hier genau einmal umschauen, sehen wir ein paar interessante Sachen. Wir sind in einer Wüste, bedeutet wenig Bäume. Wir haben aber einen Baum. Wir haben ein Dorf, wir haben ein Rune Portal und ein Ozean. Alle anderen Spieler werden sich auf jeden Fall die Frage stellen, was wird das Erste sein, was ich machen werde, wenn ich in so eine Situation geworfen werde. Und es ist eigentlich relativ klar, denn wir müssen, und wer das nicht tun wird, wir müssen als allererstes an diesen Baum gehen. Wir haben ansonsten halt große Probleme, an Holz ranzukommen. Wir haben das große Glück, Azalea Tree, super nice, dass der jetzt hier in der Wüste spawnen kann. Und was eben jetzt auch nochmal dazu kommt, ist, normalerweise würde ich sofort Steintools machen. Das mache ich aber jetzt hier nicht in der Wüste, weil ich relativ lange brauchen würde, um erstmal an Stein zu kommen. Es ist ein bisschen stressig. Und wir haben ja eine super praktische Sache hier, und zwar einen Ozean. Ich werde nämlich jetzt nicht zuerst in das Dorf gehen, denn das kann ich ja immer noch danach machen. Ich werde erst einmal entspannt auf den Ozean gehen, mit einem Crafting Table und genügend Sticks, damit ich mir sofort im besten Fall Eisensachen machen kann. Ich möchte mit Shipwrecks mir direkt Eisen, Gold, Diamanten oder auch Emeralds holen. Die Emeralds können nämlich auch super, super praktisch sein. Und dann werde ich, nachdem ich hier meine Tour durch habe, zurück zu dem Dorf gehen. Ich werde auf jeden Fall das Rune Portal gehen müssen. Oh, das sieht sehr gut aus. Ein vollständiges Shipwreck. Da sollte es auf jeden Fall ein bisschen was geben. Dann werde ich auf jeden Fall in das Rune Portal gehen, mit einer Eisenspitzhacke mir die Goldblöcke abbauen. Aber ich weiß nicht, ob sich die Jungs so gut in meinen Kopf hineinversetzen können. Die werden auf jeden Fall ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Und es würde mich halt wirklich interessieren, weil ich würde auf jeden Fall niemals in einer Wüste auf die Idee kommen, mir Steintools zu machen. Jedenfalls nicht, wenn ich in der Nähe von einem Ozean wäre. Und ein Ozean hier ist absoluter Luxus. Was ich jetzt eigentlich auch machen könnte... Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Was ich auch machen könnte, ist ja eigentlich erstmal auf eine Schatzkarte gehen. Weil damit könnte ich mir nämlich auch direkt mal... Oh, noch ein paar Karotten. Damit könnte ich mir nämlich direkt auch noch mal ein paar weitere Ressourcen holen. Und dazu müssten wir in Richtung Nordosten. Das ist noch mal ein bisschen wieder zurück. Schreibt ihr doch mal auf jeden Fall wirklich in die Kommentare, bei wem vermutet ihr, wer wird das am besten hinbekommen? Wir haben heute Stegi, Heiko und Walle, die alle mich wirklich gut kennen und mit mir schon sehr oft gemeinsam Minecraft durchgespielt haben. Die wissen eigentlich ganz genau, was so meine Vorlieben sind und wie ich mich in manchen Situationen verhalte. Bin wirklich gespannt. Die anderen beiden Situationen, die werden nämlich auch noch mal sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt am Anfang. Wir werden in Situation 2 ein bisschen weiter wandern auf dem Zeitstrahl. Und bei Situation 3 werden wir mehr oder weniger am Ende einer Challenge sein. Aber wir werden nur jeweils 10 Minuten bei diesen Situationen sehen. Also ich weiß nicht, ob jemand das jetzt wirklich so spielen würde, wie ich es tue. Wenn ja, auf jeden Fall ganz große Props. Ihr seht dann gleich nach meinem 10-Minuten-Run auf jeden Fall die Sichten der jeweils anderen. Und was ich übrigens den anderen nicht gesagt habe, es gibt für die Person, welche das am besten macht, welche am ehesten so spielt wie ich, diese bekommt einen Preis. Die Person weiß aber auch noch nichts vom Preis und weiß auch nicht, was für ein Preis das überhaupt ist, weil das weiß ich selber noch nicht. Denn, Leute, könnt ihr eventuell coole Preisideen in die Kommentare schreiben? Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, falls ihr da vielleicht ein paar coole Ideen habt, was man vielleicht der Person geben könnte. Aber unsere Schatzkarte zeigt uns auf jeden Fall, wir sind mehr oder weniger jetzt da und man kann auch deutlich erkennen, ja, hier wird der Schatz vergraben sein. Ein bisschen sehr auffällig. Und da haben wir direkt mal Essen und auch eine Water-Breathing-Potion. Aber jetzt auch den großen, großen Luxus, dass wir uns als allererstes mal eine Spitzhacke machen können. Aber auch eine Axt. Und mit dem restlichen Eisen mache ich mir dann nachher noch einen Flintenstiel. Weil ich jetzt gleich Gold abbauen möchte, mache ich mir jetzt schon mal eine Tür. Weil ich gesehen habe, dass das unter Wasser war. Und Gold, wie gesagt, halt eben auch eine super, super wichtige Ressource. Gerade für den Nether liebe ich es auch unter anderem, vielleicht kleiner Spoiler, mit Fire Resistance zu spielen. Und vielleicht sehen wir auch auf jeden Fall noch eine andere Dimension heute. Oder vielleicht sehen wir sogar alle Dimensionen. Sollten da jetzt Gold-Tools sein, würde ich tatsächlich eher darauf verzichten, wenn ich früh Eisenstuff habe. Da ist mein Boot. Dann würde ich jetzt wirklich nur ein Looting-Schwert mitnehmen. So, wir haben ja,
Perfekt, das passt richtig gut. Und die Hake nehme ich direkt mal mit. So, und jetzt bewegen wir uns in Richtung des Dorfes und werden uns dort auf jeden Fall um Weizen kümmern müssen. Wir brauchen definitiv mehr Essen, weil rein von der Logik her würde es jetzt dann bald in Richtung Nether gehen. So, hier ist das Dorf. Hier sind wir vorhin gespawnt und knapp 8 Minuten später, ja, würde ich schon sagen, kann man sehr zufrieden sein mit unserem Stuff. Einmal die Goldblöcke abbauen. Damit haben wir jetzt einen halben Stack Gold. Richtig gut. Könnten auch uns noch um die Kiste kümmern. Da wir jetzt aber nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich die Weizenblöcke direkt mal mitnehmen. Oh, 2 Eisengolems. Das ist schon eigentlich... Das ist schon sehr verlockend. Da ich jetzt viele Brote habe, würde ich das andere Essen wegwerfen, weil ich will mein Inventar nicht übertrieben damit zumüllen. Dann würde ich mich jetzt eigentlich hier so ein bisschen umgucken, ob ich vielleicht einen Lavasee sehe oder eine Pyramide. Eine Pyramide wäre sehr nice. Ja, aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick hier keinen Lavasee, deswegen würde ich mich jetzt erstmal wieder zurückbewegen. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt aktuell keine Einschränkung. Also es ist jetzt keine Challenge, bei der ich mit einem Kopfstand parallel mir gerade einen Kuchen backe und alle 5 Minuten 20 Flaggen erraten muss. Wir haben jetzt einfach gar keine Einschränkungen. Je nachdem, wie schwierig die Challenge jetzt wäre, würde ich jetzt auch noch mir einen Bogen machen. Denn ich habe ja direkt Emeralds. Ich könnte mir jetzt ein Fletching Table machen. Wäre auch eine Idee. Aber das wäre erstmal das, was ich jetzt hier machen würde. Mal gucken, wie die anderen die ersten 10 Minuten spielen werden. Wir sind BastiGHG. Ich würde es zumindest hoffen. Und wir werden uns so ein bisschen umgucken. Ich meine, wir haben die ein oder andere Challenge mit Basti gespielt. Das heißt, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie er spielt, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Wir haben ein Dorf, es gibt ein paar Bäume, wir haben Ocean hinter uns. Da drüben ist ein Shipwreck, hier ist ein Rune Portal. Was macht ein Basti zuerst? Basti ist nicht doof. Direkt mal Holz. Ja, na klar, erstmal Holz. Mein Call ist, Basti würde natürlich zuerst das Port looten. Er ist natürlich auch auf dem Weg zum Dorf. Deswegen relativ easy, hier vorbeizugehen, vielleicht die Kiste mitzunehmen und danach zum Dorf zu laufen. Ja, ich würde einfach sagen, rein ins Dorf und erstmal ein bisschen Essen holen. Ah, ich glaube, ich... Ja, okay. Erster Fehler, aber nicht so schlimm, glaube ich. Erstmal ein bisschen Holz holen. Jawohl! Okay, wir haben Flintenstiel, Gold, eine Hoe und goldene Horse-Armor. Die würde Basti gar nicht erst mitnehmen, das Gold schon. Und er würde auch die anderen Feuerzeuge nicht mitnehmen. Er ist ja nicht Stegi. Okay, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Basti hier so 2-3 Mal Probe bohren würde. Das kann man schon machen und meistens gibt es da auch noch was zu finden. Ja, okay. Er ist ja nicht Stegi. Basti ist jetzt der Guy, der jetzt erst Steintools macht. Ich werde jetzt der Typ, der erstmal zum Dorf rennt. Dann laufen wir natürlich ins Dorf mit dieser Hau, holen uns ein bisschen Essen. Er würde die Katzen leben lassen. Er würde sich mit der Hau, die er gerade gelootet hat, diese Heuballen hier abbauen. Dann lass uns Richtung Holz nochmal laufen. Und dann würde Basti verstehen, dass er einen Fehler gemacht hat und kein Holz mitgenommen. Deswegen geht er hier rüber zu diesen beiden Bäumen, baut sich Holz ab und geht wieder zurück ins Dorf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Basti machen würde. Oh, ich glaube, das würde ein Basti. Würde das ein Basti machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, hast du Steintools? Ich sehe schon, ich falle jetzt Höhle direkt tot. Ich sehe schon. Hallo? Nee, ist mies chillig. Ist ja... Oh mein Gott, okay. Ich hoffe, ich bin... Oh mein Gott. Danach würde Basti sich wahrscheinlich einen Crafting-Table und 4 Sets of Sticks machen und sich hier in die Wand reinbauen, um hoffentlich Stone zu finden. Genau so hätte Basti Gergier das gemacht. Wir wissen es alle. Und dann fahren wir Stein. Oh, was ist das denn? Basti würde es so craften, würde es so craften, würde das machen, so machen. Normalerweise wäre das jetzt in der Hotbar. Würde es so machen, das... Dann würde er sich 3 Cobblestone abbauen. Mit diesen 3 Cobblestone würde er switchen, das machen und er würde eigentlich auch mit Dings machen. Über Hotkey. Dann würde er das. Dann natürlich Spitzhacke weg, neue Tools craften. Völlig klar. So machen. Und er würde sich eventuell noch das Schwert dann machen. Basti macht sich auch immer ein Schwert. Ich bin kein Schwertfan, aber. Whatever. Ein paar Heubeine, das Gold direkt und dann geht's wieder zurück ins Dorf. Dann würde Basti jetzt anfangen, chillig die Iron Golems zu klatschen. Hey, so far so gut. Kleinen Fail am Anfang, aber geht noch. Das ist ein Portal, mal gucken. Basti würde nicht so machen, Basti würde so machen. Ja, nur ein bisschen zielsicherer. Danach würde Basti natürlich sehen, dass ein 2. Golem existiert und den auch noch töten, damit er genug Eisen hat. Okay, 10 Eisen hätten wir. 8 Eisen an der Zahl. Sehr gut. Heißt, wir machen uns auf jeden Fall einen Eimer, eine Spitzhacke und ein Schild. Wir würden einen Wassereimer machen, weil ein echter Basti nimmt einen Wassereimer. Wir machen uns eine Spitzhacke. Basti würde auf jeden Fall erstmal hier unnötiges Equip wegwerfen. Das braucht man nicht mehr, das braucht man nicht mehr. Nur ein Feuerzeug benötigt man. Das braucht man nicht weg.
Komm, so würde Basti spielen. Und dann würde er, glaube ich, einen Lavasee suchen. Und dann geht's zurück zum Portal, ein paar Goldblöcke holen. Ja, das Portal ist auf jeden Fall schon mal beschissen. Gut, dann suchen wir Lavasee. Dann haben wir natürlich noch quick geguckt. Ich glaube, das wäre in dem Moment, an dem wir das Dorf hinter uns lassen, nicht auf den Ozean gehen. Wir haben ja sowieso schon unser Equip, sondern uns lieber Richtung Westen auf den Weg machen, um vielleicht einen Lavasee oder eine Pyramide zu finden. Nicht so ein Ding, das. Ein Rune Portal. Oh, vielleicht habe ich ja einfach mal Glück. Stell dich vor, ich hätte einfach mal. Oh, ich habe kein Bett mitgenommen. Ich trolle. Ja, gut. Basti Gage hätte auf jeden Fall ein Bett mitgenommen. Leute, es sind 47, 48, 49. Das ist mein Inventar. Ich hätte ganz gerne noch einen Lavasee gefunden. Situation 2. Wir sehen könnt, im Nether. Haben eine relativ gute Spawn-Position. Ein absoluter Traum für eine Challenge. Wir haben linke Seite eine Festung. Perfekt für unsere Blaze-Shots. Aber auf der rechten Seite meine absolute Lieblingsbastion. Eine Treasure-Bastion. Und ich sag euch ganz ehrlich, die muss ich mitnehmen. Mein Equip sieht, ja, ausbaufähig aus. Das würde auf jeden Fall ausreichen, um Blazes zu töten. Ich habe keinen Bogen. Also würde eine Fire-Resistance schon sehr viel Sinn machen. Und was ich auf jeden Fall auch als allererstes machen muss, mein Boot mit dem Eimer austauschen. Denn MLGs mit dem Waterbucket wird nicht so gut funktionieren. Wir werden uns also jetzt darum kümmern, so schnell wie möglich zu dieser Treasure-Bastion zu bewegen. Ich würde den Verliesraum als erstes spielen, denn dort könnte ich direkt weitere Dia-Rüstung finden, Netherite-Ingots und eben auch massenhaft Goldblöcke. Und nachdem ich dann diese Treasure-Bastion gespielt habe, würde ich auf jeden Fall zur Festung gehen. Aber gerade durch die Treasure-Bastion kriege ich halt auch noch besseren Stuff. Goldrüstung haben wir nicht an. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Brutes werden eh aggro auf uns sein, aber Goldrüstung müssen wir uns auch noch machen. Ich glaube, ich würde auf eine relativ sichere Art und Weise mich jetzt an der Seite hier runterbauen. Und dann würde ich versuchen, mit einem sicheren Gang mich in die Mitte zu bauen. Das habe ich halt auch wirklich schon sehr häufig in Challenges immer wieder gemacht. Und ich liebe es, diese Bastion zu looten. Na, liebe Piglins. Genau, wir sind genau hier, wo ich hin möchte. Und jetzt könnte man sich einen Safe-Gang hier eben bauen. Das ist jetzt halt ernsthaft so eine halbwegs stabil sichere Taktik. Muss halt auf jeden Fall immer gucken, dass hier keiner durchkommen kann. Kann mir hier auf jeden Fall stabile Dia-Rüstung gönnen. Curse of Binding nehme ich auch meinetwegen gerne in Kauf. Und jetzt die Situation erstmal, ja, entspannt hier runterspielen. Gegen meine lieben Brutes. Also ich glaube, dass die Goldblöcke auch die 16 Stück ausreichen werden, um auf jeden Fall Fire Resistance herzubekommen. Würde jetzt nicht den anderen Teil der Bastion mitnehmen, könnte man auch machen. Aber der würde jetzt nochmal deutliches Risiko mit sich bringen. Aber direkt mal zwei Piglins. Wir haben jetzt auch direkt schon eine Fire Resistance bekommen. Was eigentlich auch untypisch ist, ist mein Inventar. Mein Inventar sieht überhaupt nicht so aus, wie ich das halt geil fände. Aber ja, ich würde jetzt an sich, das würde jetzt eine Weile dauern, bis ich fertig bin. Und sobald ich jetzt einfach souveränes Equipment habe, sprich Fire Resistance habe ich schon, vielleicht jetzt halt noch abwarten, bis ich ein paar mehr Enderperlen habe. Und dann gehe ich auf jeden Fall ganz entspannt rüber zur Festung und zock die halt weiter. Ey Leute, wirklich, ich bin so gespannt, ob die anderen sich halt auch für die Treasure Bastion entscheiden. Ich sag euch ehrlich, wenn sie nicht in die Treasure Bastion gehen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil das die Treasure Bastion meine absolute Lieblingsbastion ist und ich die Liebe zu looten. Also wirklich, stufftechnisch wirst du dafür so heftig belohnt. 15 Enderperlen. Das passt. Ich würde jetzt leaven. Also mit 15 Enderperlen und eben auch nochmal Fire Resistance Spare, würde ich halt erst auf jeden Fall rübergehen zur Festung. Und auf jeden Fall würde ich mich hier nicht mit meinen Holzblöcken rüberbauen. Mit Nether-Holzblöcken würde ich das schon machen, weil die können nicht brennen. Aber mit brennbaren Blöcken würde ich mich nicht im Nether fortbewegen. Genau. Und jetzt wäre hier die Festung. Ich würde mich jetzt hier hochbauen und mit 6 Minuten Fire Resistance insgesamt fühle ich mich sehr sicher, würde mit dem Schwert, auch wenn ich keinen Bogen habe, das entspannt jetzt einfach hier runterspielen. Situation 2. Jungs, wofür werden Sie sich entscheiden? Sofort zur Festung oder die Bastion? Ich bin wieder im Bastis Kopf. Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber ich sehe schon, wir sind im Nether. Okay, eine Bastion. Ich hab Gold, ich hab 2 Enderperlen, wir haben noch keine Blaze Rods. Ich hol erst die... Oh mein Gott, das fühlt mich so gebaitet gerade. Aber ich will erst die Blaze Rods holen. Okay, wir müssen viel nachdenken. Wir haben keine Blaze Rods, wir haben Enderperlen. Perlen. Wir haben 2 Boote, die machen wir schon mal hier unten rein. Das würde Basti schon mal machen. Er würde das hier switchen. Brauchen wir kein Wassereimer. Also meine erste Amtshandlung wird, glaube ich, erstmal zu sein. Zack, Boots und zack, Shield, damit wir das usen können. Damit fühle ich mich doch mal ein bisschen sicherer. Und ich denke mal, Basti hört wahrscheinlich auf, wenn wir das Eisen eh haben. Wir können auch mal ganz kurz hier unsere Reste so ein bisschen vercraften. Das kannst du einfach mal so machen.
Das kann meinetwegen weg. Und dann wäre mein Call jetzt höchstwahrscheinlich, diese Festung hier ohne Feierriese zu spielen, könnte, glaube ich, sehr eklig werden. Und wir haben hier drüben Housing Bastion, wenn ich mich nicht täusche. Heißt sehr geil und einfach eigentlich Goldblöcke. Ist jetzt die Frage, was wir könnten beides machen. Natürlich ist die Festung das Sinnvollere, aber ich glaube, Basti geht schon ganz gerne auf die Bastion. Die untere Bastion-Kiste, die macht schon super viel Spaß, auch wenn ich die nicht so gut spielen kann, glaube ich. Ich glaube, ich würde zuerst die Bastion machen, mir da ein paar Goldblöcke holen. Haben wir noch irgendwas, was wir beachten müssen? Ich würde mal sagen, wir haben 9 Gold. Wahrscheinlich gibt es da was Sinnvolleres zu machen, als das, was ich jetzt mache. Juckt. Das Coole an der Bastion ist halt auf jeden Fall, wir können die Goldblöcke und die Kisten sehr leicht von hinten looten, ohne überhaupt in diese Bastion rein zu müssen. Und das ist halt schon huge eigentlich. Okay, kann ich hier? Ja, na klar, geht das. Hier, mach mal ganz kurz Nase zu. Okay, wir haben 2 Goldblöcke und 9 Obsidian. Das heißt, wir könnten uns später sogar ein neues Portal machen, theoretisch. Okay, wenn ich Basti sogar genauso reingegangen wäre. Ja, und dann bauen wir noch ein bisschen Gold ab zum Traden, dass wir hier aus der Hölle wieder rauskommen. Ich glaube, man baut es hier ab. Und dann hätten wir hier wahrscheinlich die nächste Kiste mit Eisen, keinem Gold mehr. Eine Dia-Pickaxe mit Fortune 3. Das hört sich sehr lecker an. Dann gehen wir nach oben und holen da die restlichen Goldblöcke. Aber dann reicht es auch erstmal wieder. Ich bin jetzt erstmal wieder weg. Genau so würde Basti sagen. Dann würden wir die doch einfach mal mitnehmen. 10 Goldblöcke. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Und mit dem würde ich jetzt einfach mal schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Piglin finden. Und mit dem wenigstens ein bisschen was zu traden. Das muss ja nicht super viel sein. Guck mal, die da unten würden sich doch schon mal anbieten. Ja, jetzt können wir eigentlich auch noch kommen. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt so viel Eisen haben, wir machen ihn hier. Basti würde sich dann so sagen, okay, wir sind jetzt so schon so. Wir sind so reich, dass wir uns auf jeden Fall auch ein Schild leisten können. Wir können uns natürlich nur für die Vollständigkeit uns ihn hier noch machen. Ich meine, wenn wir schon in der Challenge sind, wisst ihr? Nein! Oh, das würde Basti nicht machen! Oh Gott, das hätte Basti nicht gemacht! Oh, ist das unsatisfying! Oh, ist das unsatisfying! Oh nee, ey, sorry! Das hätte Basti aber sowas von überhaupt nicht getan. Und jetzt würde er in so, ja, saftigen 3 Minuten, würde schnell eine Festung zocken. 6? Okay. Wir holen noch 2 oder 1, je nachdem. Dann müssen wir auch erstmal den Weg zu. Oder dann gehe ich da hin. Ich glaube, das ist besser mittlerweile. Ich weiß nicht. Steht Basti noch für Bastion? Dann haben wir 3 Pillins und sogar direkt eine Feuerriesi. Das ist sehr nett, tatsächlich. Ja, wir gehen jetzt zum Wald, weil das einfach der sicherere Play ist. Basti würde. Nee, in der Challenge würde er das nicht wegbauen. In der Challenge würde er sagen so, yo, nee, müssen wir jetzt halt machen. Ich glaube auch, Basti hat so gespielt. Ach, ich bin so unsicher, ob Basti das so spielt, aber ich glaube, er hat das so gemacht. Oh, Basti wird nicht so verzweifelt, okay? Enderperle, Jungs. Ich hab ja sogar schon 2. Ja, Real Talk, das ist ja viel smarter. Guck mal, wie viele Endermen hier spawnen. Also, wer traden geht, lost. 9 Enderperlen. Das schmeckt sehr, sehr, sehr doll. Die Gunst der Stunde könnte man natürlich auch gleich nutzen, um sich hier den ein oder anderen Bogen zu craften. Wir kriegen ja auch super viele Pfeile. Das heißt, wir könnten uns auch das traden. Und wir haben genug Enderperlen. Wir könnten uns also auch das traden später sparen, ne? Okay. Stegi muss das sich auslocken. 3, 2, 3, 2. Ciao, Basti! Szenario 3. Wir sind wohl kurz davor, Minecraft durchzuspielen und haben direkt mal Silberfische, das allererste. Wirklich. Also wer das nicht macht, als allererstes wirklich Silberfische töten. Es gibt nichts Nervigeres als die Kollegen. Und wir haben auf jeden Fall sehr wenig Essen, aber dafür haben wir auf jeden Fall genügend Enderperlen und auch Blaze Rods. Und es stecken schon 2 Stück drin. Und eine Sache, die ich ganz, ganz sicher machen würde, ist nur so viele Enderaugen craften, wie ich auch wirklich brauche. Bedeutet, ich mache mir auch wirklich nur 10 Enderaugen. Um dann für das End selbst nochmal genügend Enderperlen Spare zu haben, damit ich mich rein theoretisch nicht rüberbauen muss, in Situationen, in der er mich hochschleudert, rein theoretisch noch einfacher ein MLG machen kann. Ich denke mal, ihr könnt mir soweit folgen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ansonsten, ich habe super wenig Essen. Mit nur einem Brot würde ich auf jeden Fall niemals ins End gehen. Ich habe einen Kürbis, der noch nicht geschnitzt ist, aber kein Eisen. Bedeutet, dass ich 2 Sachen als Mission noch habe. Ich muss mich um Eisen kümmern und um Essen. Das gäbe es beides eigentlich im Stronghold, weswegen ich mit etwas Glück vielleicht mir noch ein paar mehr Brote holen könnte oder eben auch Eisen, wenn hier ein paar Kisten wären. Bibliothek würde ich jetzt eher nicht geben, weil ich habe eh kein Eisen für ein Anvil. Wir könnten hier
vielleicht direkt Eisen finden. Das ist schon mal gut. Das hier sollte der Starter Staircase sein. Und das ist sozusagen die Situation. Ich habe mich hier sozusagen runtergegraben. Ja, rein theoretisch könnte ich auf jeden Fall auch an der Oberfläche Essen ranholen. Falls wir hier ein bisschen Land haben. Und ein paar Schafe. Und ich meine, gesehen zu haben, dass wir auch ein Bett hatten. Wir gehen einmal schlafen. Und die Schafe. Die zünden wir auf jeden Fall mit dem Feuerzeug an. Machen uns hier eine Schere. Zack, zack. Ich meine, wenn wir den Kürbis schon haben, also es ist rein theoretisch auch ohne möglich. Aber wenn wir den Luxus schon haben, dann nehme ich den definitiv mit. Ja, es ist jetzt nicht ultra viel, aber 7-6 würde reichen. Also ich hoffe, dass die Jungs wirklich auch Essen farmen. Ich würde niemals mit nur einem Brot oder sogar weniger ins End gehen. Und auf jeden Fall würde ich mir eigentlich auch merken, wo der Eingang zum Strong war. Das habe ich jetzt... Oh Gott. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was essenmäßig verloren. Also wenn die Jungs auf jeden Fall ein bisschen mehr gefarmt haben, ist das eigentlich auch richtig. Aber so könnten wir auf jeden Fall jetzt ins End gehen. Und so könnten wir Minecraft durchspielen. Und durch die Enderperle, die ich ja noch übrig habe, sparen wir Zeit, müssen uns nicht rüberbauen. Und jetzt, ja, ich würde jetzt halt den Klassiker machen. Mit dem Bogen das hier entspannt runterspielen. Ey! Ich wollte das Ding treffen. Alle Kristalle sind weg. Und jetzt könnten wir halt, ja, das machen, was ich am liebsten mache. Ja. Drachen töten. Ich würde es in der Challenge jetzt nicht mit den Betten machen. Ich würde es jetzt wirklich einfach klassisch runterspielen. Im Purge stelle ich mich hier in den Brunnen rein. Und critte auf seinen Kopf. Denn jetzt bin ich erstmal sicher. In der Flugphase. Und die anderen müssen auch übrigens so viele Pfeile treffen. Und jetzt würden wir das Ganze eben finishen. Das ist der letzte Purge. Rein theoretisch. Ja, damit ich es in 10 Minuten schaffe, machen wir es halt einfach auch schnell noch mit dem Bett. Oh, vielleicht habe ich es nicht ganz in der Zeit geschafft. Oh, ist mir jetzt egal. Wirklich, wir erhöhen die Zeit kurz auf 11 Minuten. Ich glaube, wenn die Jungs extra Punkte wollen, dann würden sie es auf jeden Fall auch so machen wie ich und die Zeit überziehen, um Minecraft durchzuspielen. Jungs, enttäuscht mich nicht. Und wehe, ihr baut nicht als erstes den Silberfisch-Spawner ab. Wir sind beim letzten Szenario angelangt. Und zwar das Endszenario, so wie es aussieht. Wir bauen mal direkt ihn hier ab. Das ist das Erste, was ein Basti machen würde. Sehr gut zu wissen. Wir haben Enderperlen, wir haben Blaze Shorts, wir haben eine Fire-Resi. Okay, interesting. Brot 2, okay, wir müssen erstmal die... Oh Gott, oh ja, okay, gut. Das war natürlich der erste Fail. Erstmal vielleicht die Sachen töten. Was Basti machen würde, ist, er würde reinlaufen. Wir haben kein Schild und wir haben sehr wenig Essen. Wir haben unglaublich wenig Essen. Wir haben nur noch 2 Brote. Ende abhellen. Okay, wir haben genug Stuff auf jeden Fall, um reinzugehen. Und wir haben Pfeile, wir haben Bogen. Wir haben kaum Essen. Wir haben auch gar kein Eisen mehr, um uns eine Schere zu bauen für den Pumpkin. Verdammt. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Basti würde safe cool noch einen Pumpkin holen. Wie genau das Basti machen würde, weiß ich jetzt nicht, leider. Haben wir noch 4 Enderperlen für gleich? Würde er das so machen? Oh no, er würde es glaube ich gar nicht so machen. Beeilen uns, wir gehen schnell hoch, holen Essen. Und, ach nee, wir holen einfach nur Eisen. Scheiß auf Essen, scheiß auf Essen. Ganz ehrlich, man kann es auch easy ohne Essen schaffen. Reicht das, was ich jetzt habe, um ins End zu gehen? Ja, würde schon reichen. Nee. Ich würde sagen, Basti geht lieber vorher nochmal nach was zu essen suchen. Und merkt sich natürlich genau den Weg, den er gegangen ist. Aber Basti GHG weiß, dass er krass ist. Und deswegen würde er denken, er schafft das auch so. Oh, wir müssen noch ihn machen. Das würde Basti obvious machen. Oh, wir haben keine Schere. Okay, Basti wäre nochmal zurückgegangen und hätte in eine Chest geguckt, ob da nicht irgendwo noch Eisen ist oder so. Da ist sogar Eisen, das ist sehr nice. Dann können wir uns auf jeden Fall einen Pumpkin machen. Mit dem alleine fühle ich mich schon ein wenig wohler. Oh, ja, Basti hat einen Texture Pack dafür, ich leider nicht. Ihr habt mir einen goldenen Apfel, sehr, sehr, sehr nice tatsächlich. Oh nein, haben wir uns nicht
Hier hätten wir nochmal Brot. Okay, mit dem fühlen wir uns sicher. Okay, wir könnten Pearl werfen, wir könnten uns aber auch rüberstacken. Aber ich entscheide mich dafür, glaube ich, mich rüber zu bauen. Ja, Basti würde mit Kürbis spielen, aber ich habe jetzt kein Pumpkin Blur. Das ist jetzt so eine Sache, die jetzt blöd ist. Basti würde aber auch vor allem ohne Pumpkin Blur spielen. Okay, wir müssen ohne Pumpkin Blur spielen. Wir haben eh kein Essen. Das ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann, jetzt ohne Kürbis zu spielen. Er würde hier beim Kleinsten anfangen. Wobei im Changes fängt er oft links sogar an. Ja, die Reihenfolge hätte er anders gemacht. Das kann er jetzt. Also würde ich jetzt hier zugucken, würde er das sehen. Es wäre ganz, ganz schlimm. Das könnte er sich nicht reinziehen. Aber ich liebe random Reihenfolgen, Alter. Mit drei Broten im Anschlag geht das Ganze. Zack, ins End. Da fühlt man sich doch wohl mit. Inventar nochmal kurz sortieren. Das Ding kann weg, das Ding kann weg. Okay, dann heißt das jetzt. Lass uns den Ender Dragon killen. Und dann wird doch 0, nichts das Portal aktiviert. Oh, Basti hat das jetzt auch so gemacht. Ich hoffe, Basti wäre jetzt auch ins End gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Basti jetzt doch nochmal in ganz hoch gegangen wäre. Okay, wir haben uns glücklicherweise ein paar Enderperlen aufgehoben. Die werfen wir hier rüber. Und dann wird versucht, der Ender Dragon zu killen. Uiuiui. Natürlich zuerst der Crystal, gar keine Frage. Dann dieser Crystal, weil er sich anbietet. Dann dieser, weil er sich auch anbietet. Exzellent. Ich glaube, wir haben aber alles richtig gemacht, so ansonsten. Wir haben doch nichts übersehen, oder? Nee, haben wir? Ich glaube, das war richtig. Basti wird es genau so machen. Bro, ich bin Basti gerade. Dann the tricky one von unten. Perfekt. So, Jungs. Das sieht doch gut aus. Wenn ich jetzt keinen Enderman mehr komisch angucke, sieht das doch mal richtig gut aus. Wofür braucht man Essen? Das, guck mal, das ist wieder der Punkt. Man braucht kein Essen, um in Minecraft zu überleben. Wer es mit einem halben Herzen schafft, schafft es auch ohne Essen. Und G. Oh Mann, warum bist du so antiklimatisch? Warum treffe ich ihn nicht? Yo, free the end, let's go. Bisschen vor dem Dragon wegrennen, damit er uns nicht hittet. Oh, oh. Was würde jetzt hier reingehen? Basti würde dann so sagen, okay, komm runter, wir gucken, wo sein Topf ist. Dann noch zweimal, dann haben wir es. Genauso würde es Basti machen. Er würde sogar hier schon so sagen, würde es hier fast mit der Abmod beginnen. Er würde sagen, und wir haben es geschafft. Basti GHG würde das Ei mitnehmen. Sag mal, dieser Crystal ist der lächerlichste, den ihr jemals gesehen habt. Dann gehen wir nach unten. Und in den letzten Sekunden würde Basti natürlich noch auf epische Art und Weise den Dragon töten. Wir haben es geschafft. Wir haben Minecraft durchgespielt. Genauso, wie es Basti hätte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Genauso wie wir das machen. Doch, das war gut. Ich weiß nicht, ob wir was falsch gemacht haben. Bitte, bitte, bitte nicht.